Hallo Leute, danke fürs Reinschauen. Ich bin's wieder, der Kotto. Heute nehme ich euch mit, nicht weit, denn ich stelle mein Equipment vor. Und zwar das Equipment, was ich mit nach Norwegen nehme. Das heißt, 9 Tage, Survival, was nehme ich mit? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Okay, das Format ist ein bisschen komisch, ich probiere es einfach. Zuerst zeige ich euch mal, was ich am Mann trage. Mit Rucksack. Ich hoffe, der Ton ist noch gut. Ich gehe ein Stück zurück. Ja, okay, man sieht die Hosen. Rucksack. Im Rucksack drin habe ich hier die Regenhülle. Auf der anderen Seite den Feuerstarter, mein neuen. Ich selber trage am Mann. Kann man das? Moment. Ja. Das ist der Moment. Ich hab's gleich. Genau. In der Seite trage ich Messer, einen kleinen Beutel für meine Kräuter. Bären, die ich sammle oder was auch immer, dass ich immer irgendwas dabei habe. Hier trage ich, das hat sich bewährt, mein Poncho drin, dass ich den, ich mache hier schnell auf, ziehen raus und werfe ihn mir über. Auf der anderen Seite habe ich Kartenmaterial und Kompass. So. Kompass. Denn ich orientiere mich mit Karte und Kompass. So. Das ist alles, was ich am Mann trage. An der Seite vom am Rucksack befestigt. Trinkflasche. Kennt jeder. Ja. Mehr trage ich nicht am Mann. So. Jetzt muss ich die Kamera ein bisschen verstellen. So, ich lege mein Equipment einfach mal auf den Boden. So, kann man das? Ja, das kann man sehen. So. Mitnehmen. Unten. Ach nee. Ich fang oben. So. Als erstes. Hoppala. Meine Plane. 3x4 Meter. Das wird mein Regentab. Ja, das sieht man gar nicht. Ja. Isomatte. Ich werde zwar in der Hängematte schlafen, aber es hat sich herausgestellt, dass die Hängematte ja doch sehr winddurchlässig ist. Ich packe das da drunter als Unterlage. Eignet sich super bequem, hält den Wind ab, einwandfrei. Habe ich hier ein Handtuch. September, Norwegen, könnte auch nass sein, eine Softshelljacke. Was habe ich hier? Ja, Norwegen viel Wasser, eine Badehose. Den Spaß lasse ich mir nicht entgehen. Das ist der Packsack fürs Flugzeug, damit ich den Rucksack einpacken kann. Mal sehen, den werde ich vielleicht auch noch als keine Ahnung, als Beutel benutzen können. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall ein Packsack für ein Flugzeug. Ersatzhose.
Ich kann mich nicht entscheiden, ob Mini-Maglite oder Dynamo-Taschenlampe. Ich tendiere eher für die. Ich habe den Klassiker, den wollte ich mitnehmen. Heringe. Das Standard Bundeswehr, Zeltbahn. Ja. Leer. Ich habe Ersatzbatterien für Kopflampe. Ja, eine Kopflampe nehme ich mit. Stirnlampe, Ersatzbatterien. Ich habe das irgendwo mal gefunden. Dieses, ja, so ein Besteckzeug. Kann nicht schaden, falls ich es brauche. Wiegt nichts. Ich mache aus Ernährungsgründen ein Experiment, aber auf Gemüsebrühe möchte ich nicht verzichten. Nicht alle Kräuter sind lecker zu essen. Manche eignen sich auch nur als Tee oder wie auch immer. Oder ich habe einfach keine Lust, die zu essen. Ich nehme einen Teebeutel mit. Eignet sich auch hervorragend als Sieb für die Trinkflasche, falls ich das Wasser reinkippen möchte. Sind ein paar Stücken drin. Total super, wiegt nichts. Ja, mein Notfall-Zundermaterial, Magnesiumblock, schon einige Male benutzt. Ja, wirklich nur für Notfall. Drei Knicklichter. Ich weiß nicht, warum ich die Knicklichter mitnehme, aber irgendwie habe ich Lust, die mitzunehmen. Ja. Das sind eigentlich Leuchtstäbe, falls mir irgendwas passiert. Die geben super Signal ab. Leuchten auch gut hell. Das war das Hauptfach. Bis jetzt ist das noch nicht viel. Moment. Anstatt einen Klappspaten mitzunehmen, nehme ich den mit. Warum, könnt ihr euch, denke ich, denken, muss ich jetzt nicht kommentieren. Ja. Klappsäge. Ja. Darf nicht fehlen. Karabinerhaken für meine Hängematte. Hier habe ich Seile, Gurte, Schnur drin. Auch Befestigungsmaterial für die Hängematte und ja, für was ich, auch immer ich die Schnur gebrauchen könnte. Ich rede zu viel davon, meine Hängematte. Mein, ja, sehr, sehr praktisch. Da packe ich meine Kamera rein, mit der ich gerade aufnehme. Meine Ersatzkamera, Digitalkamera. Ersatzakkus. Ich möchte ja die ganze Tour aufnehmen. Und ich hoffe, ihr möchtet das auch sehen. Ja, wasserdicht verpackt natürlich. Ja. Kleinigkeiten für die Nacht, eine Mütze, ein Buff, ein Schal, so ein kleiner. Lange Männer. Ja, für oben und unten, lange Sachen. Also für den Schlaf hauptsächlich, dass ich nicht erfriere. Oder ja, wie auch immer, wann auch immer ich die benutzen könnte. Ersatzsachen. Hemd, Unterhose, Socken. Und zu
guter Letzt meinen Schlafsack. Ja, fehlt ja noch einiges. Ich bin ja nicht ganz verrückt. Ich werde natürlich für den Fall der Fälle mir Erste-Hilfe-Sachen mitnehmen. Was ich tierisch praktisch fand, Pflasterspray. Das ist ein Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto. Da ist alles Mögliche drin, Rettungsdecke, Schere, Pflaster, Binden. Kennt ihr ja. Zumindest die, die den Führerschein haben. Ich habe gute Erfahrungen mitgemacht. Andere sagen, man sollte was anderes benutzen. Ich nehme gerne eine Zeckenkarte. Schweizer Taschenmesser, Mülltüte, man weiß ja nie. Ich hinterlasse immer gerne alles sauber, gerade in der Natur. Und wirklich zu guter Letzt pflanzliche Notnahrung von Joe Vogel. Für den Fall, dass ich mir irgendwo unsicher bin oder wirklich nicht mehr weiter weiß. Ja. Das ist alles, was ich mitnehme. Und das Ganze jetzt nochmal schnell im Überblick. Okay, nochmal schnell im Überblick. Oh, zu nah dran. Schlafsack, Isomatte, Hängematte, Stirnlampe, Ersatzbatterien, Heringe, Besteck, Leuchtmittel für den Notfall. Oh, da liegt noch ein Pflaster. Meine Ersatzhose, das ist der Sack, Packsack. Das will ich jetzt mal nicht. Poncho. Verzurmaterial, Bindemittel, Seile, Schnüre, Karabiner, Ersatzklamotten mit der Jacke. Ach, fangen wir hier wieder an. Schippe, Erste-Hilfe-Sachen, oh, Dynamo-Lampe, kommt zum Leuchtmittel. Handtuch, Badehose, ja, Werkzeug, seht ihr selber. Überzug für den Rucksack, falls es regnet. Ups, Karte, Kompass. Kleines Beutelchen. Genau. Mein Filmmaterial. Meine Ernährung. Ich habe was vergessen. Für den Notfall, falls mir was passiert. Klein eingepackt, ausgeschaltet mein Handy. Ja, damit ich jemanden erreichen kann. Aufgeladen nehme ich es natürlich mit. So. Ja, mein Rucksack mit Feldflasche. So. Das könnt ihr euch nochmal kurz angucken. Ist alles drauf. Nicht ganz. Bin ungefähr bei 15, 16 Kilo und mehr wird's nicht. Ja, ach, die Plane habe ich vergessen. Klar, die nehme ich mit. Ja. Ja, das ist mein Equipment. Ich habe vergessen einzupacken oder euch zu zeigen. Klar, ein Stück Seife. Ich werde mich natürlich waschen. Ja, ich werde Naturseife nehmen. Zahnpasta und Zahnbürste. Ja, das kommt noch mit auf die Liste. Also entschuldigt, habe ich vergessen mit reinzupacken. Ich wäre sehr froh, wenn ihr mir Feedback geben könntet über mein Equipment, meine Ausrüstung, über das, was ich vorhab, das, was ich mitnehme, Anregungen, Tipps, Verbesserungen, was auch immer. Über jedes Feedback, über jede Kritik bin ich sehr erfreut. Ich freue mich immer, wenn sich irgendjemand dazu meldet.
Am 20. September geht's los. Also bis dahin habe ich noch die Chance, euer Geschriebenes zu lesen, Feedback zu sammeln, noch ein paar Meinungen zu erhaschen. Ja, einfach raus damit. Ansonsten war es das erstmal. Mein nächstes Video wird sein nach der Tour. Und ich bin mir ziemlich sicher, mit ziemlich geilen, tollen Erlebnissen, wahnsinnigen Abenteuern, die ich da erlebt habe. Wahrscheinlich um einige Kilo leichter. Aber das Experiment Dirty Dozen, 9 Tage, lasse ich mir nicht entgehen. Das ist mein Ziel, daran lasse ich nicht locker. Ich werde es durchziehen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ja, am meisten freue ich mich, auch euch mitnehmen zu können. Das ist irgendwie, das ist ein total anderes Gefühl, das dann am Ende mit, oder die ganze Zeit mit euch zu teilen. Ich bin noch nicht lange dabei, aber irgendwie ist ein tolles Gefühl, macht Spaß. Ja. Okay, bevor es sentimental wird. danke fürs Zuschauen. Schreibt, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Wer sich wundert, warum ich mich dauernd anfasse im Gesicht, das sind die Mücken überall. Nicht so viel wie sonst, aber ja. Okay. Das war's dann für heute. Heute mal ein kurzes Video. Wir sehen uns dann nach der Tour. Ansonsten lesen und schreiben wir uns hoffentlich. Würde mich freuen. Bis dahin. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Euer Kotto. Ciao.